Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Video, in dem es darum gehen soll, wie findet und formuliert man eigentlich gute Argumente für eine Gehaltsverhandlung oder ein Mitarbeitergespräch. Wir werden uns ansehen, was sind gar keine oder gar schädliche Argumente. Wir werden uns ansehen, was sind im Allgemeinen akzeptierte gute Argumente. Wir sehen uns dann aber auch an, wie die beiderseitigen Interessen dazu beitragen können, individuelle gute Argumente zu formulieren und last but not least natürlich auch, was können diese Argumente wert sein. Mein Name ist Karin Schwa und ich bin Gründerin von Gehaltssprung für Sie und unterstütze qualifizierte und im Job erfolgreiche Frauen dabei, gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlung zu gehen, weil ich möchte unbedingt dazu beitragen, auf dieses Thema zu sensibilisieren, dass 80% ihres Verhandlungserfolgs einfach in der Vorbereitung liegen und ich dringend aufrufen möchte, dass niemand mehr unvorbereitet in ein so wichtiges Gespräch oder eine Verhandlung geht und einfach mal hört, was so angeboten wird. Ich habe für dieses Thema gute Argumente formulieren, finden oder formulieren auch ein paar Folien vorbereitet und würde dann jetzt einfach mal umschalten in die Präsentation und freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Und damit sind wir dann auch in der Präsentation. Wie formuliert man gute Argumente für eine Gehaltsverhandlung oder ein Mitarbeitergespräch? An dieser Stelle einfach nochmal vorweg, jede Gehaltsverhandlung und jedes Mitarbeitergespräch ist natürlich individuell und gute Argumente sind das Kernstück jeder Verhandlung. Und Verhandeln ist letztlich auch nur Kommunikation. Es ist eben auch zu sagen, dass 80% ihres Verhandlungserfolgs in der Vorbereitung liegen. Und zur Vorbereitung gehört es natürlich dazu, gute Argumente zu formulieren, die helfen, die eigenen Interessen durchzusetzen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Und wie angekündigt, schauen wir uns dann zunächst mal an, was sind keine oder gar schädliche Argumente. Es gibt einfach ein paar No-Gos für die Gehaltsverhandlung oder das Mitarbeitergespräch und die werden eigentlich auch überall publiziert, doch der Vollständigkeit halber würde ich sie hier ganz gerne auch nochmal aufführen. Zusammengefasst kann man sagen, dass eigentlich alles, was nicht im Unternehmensinteresse liegt, auch in diese Gespräche nicht gehört. Das ist zum Beispiel Privates. Wenn Sie also gerade eine Scheidung durchmachen, eine teurere Wohnung beziehen oder einen Pflegefall in der Familie haben, ist das natürlich alles tragisch, hat aber normalerweise in diesen Gesprächen erstmal nichts zu suchen. Als zweites kann man sagen, jammern ist auch überhaupt nicht empfehlenswert in solchen Gesprächen. Wenn Sie anfangen, sich über interne Prozesse zu beschweren, zu viel Arbeit zu haben, über andere Kollegen, dann trägt das nicht dazu bei, dass man einfach eine positive Verhandlungsatmosphäre schafft. Und an dieser Stelle muss auch mal gesagt werden, besonders bei Frauen ist das häufig so, dass das eher als nörgelig empfunden wird und schon gar nicht als produktiv für beide Seiten. Also für Frauen, da komme ich auch nachher nochmal drauf zurück, ist eigentlich das Motto in einer Verhandlung oder einem Mitarbeitergespräch immer unerbittlich freundlich zu bleiben. Und last but not least sind natürlich auch Drohungen nichts Empfehlenswertes. Wenn Sie anfangen und sagen, das gefällt mir jetzt hier einfach alles überhaupt nicht, wie das so läuft und funktioniert, ich werde mich dazu auch mal mit Kollegen austauschen oder noch besser, dann bin ich eben weg. Dann muss man sagen, das können Sie tun, wenn Sie Alternativen haben, aber nicht, wenn Sie eigentlich daran interessiert sind, eine vertrauenserhaltende Verhandlung zu führen, weil Unternehmen und Vorgesetzte sich für gewöhnlich auch nicht erpressen lassen. Und sollte das doch mal gelingen, dann ist das häufig für den Preis, dass so ein angeschlagenes Vertrauensverhältnis übrig bleibt. Das sind Dinge, die sind so No-Gos und die sollten Sie dann tunlichst einfach auch vermeiden. Was sind dagegen dann gute, im Allgemeinen akzeptierte Argumente? Das ist erstmal grundsätzlich Ihr Engagement und Ihr Know-how. Das ist mehr Verantwortung oder neue Aufgaben in der Vergangenheit übernommen zu haben oder vielleicht jetzt auch geplant, zukünftig abgestimmt. Das sind Fort- und Weiterbildungen, die Sie bereits absolviert haben oder in denen Sie sich befinden. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge eingebracht haben, die bestenfalls sogar schon umgesetzt wurden im Unternehmen, ist das natürlich auch immer sehr gut und ganz wichtig, dass man das dann in so einem Zusammenhang auch auf jeden Fall zur Sprache bringt und thematisiert.
ein erfolgreicher Projektabschluss bzw. die Übernahme von Projekten. Prinzipiell, wenn Sie nachweisen können, dass Sie die Einnahmen fürs Unternehmen erhöht oder die Kosten fürs Unternehmen gesenkt haben, sind das natürlich immer ganz wertvolle Argumente, die Sie dann auch parat haben sollten. Letztlich zusammengefasst kann man sagen, sind es immer Ihre individuellen Erfolge und Leistungen. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu betonen, dass Sie immer dafür sorgen sollten, dass diese Argumente auch zeitnah gebracht werden. Dass Sie nicht das jahrelang machen und es dann im Prinzip für alle schon wie selbstverständlich Teil Ihres Jobs geworden ist, für den Sie ja sowieso bezahlt werden. Sie sind also immer auch im Selbstmarketing unterwegs. Durchgängig sichtbar sein oder Leistungen sichtbar machen ist einfach unumgänglich im beruflichen Kontext. Weil es ist natürlich auch nicht gut, wenn ein Vorgesetzter von Erfolgen und Leistungen in so einem Gespräch total überrascht wird, also vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte, was sie denn so leisten und beitragen zum Unternehmenserfolg. Es ist auch immer ganz gut, wenn man dann im Gespräch sich darauf beziehen kann, wenn sie dann so einen Gesprächsbeginn haben mit wie sie wissen oder ich denke, sie haben mitbekommen das und können dann ihre Argumente sachlich vorbringen. Es ist so, dass jede Situation aber auch sehr individuell ist und diese allgemeinen Argumente, die man ja im Prinzip auch überall findet, wenn es darum geht, die 10 besten Verhandlungstipps für Gehaltsverhandlungen mal anzuführen, sie manchmal auch gar nicht weiterbringen, weil es ist natürlich auch immer abhängig von ihrem Einsatz, von ihrer Stellenbeschreibung, von den eigenen Einflussmöglichkeiten, inwieweit sie darauf überhaupt zurückgreifen können. Man muss auch sagen, dass zusätzlich zu ihren Leistungen auch Faktoren wie Fairness, Anerkennung, Wertschätzung, Loyalität und Vertrauen eine große Rolle spielen. Schon gar nicht von der Hand zu weisen ist es, dass sie auch bessere Chancen haben, wenn die Chemie zwischen ihnen und ihrem Verhandlungspartner einfach stimmt und man sich von vornherein in einer positiven und wertschätzenden Verhandlungsatmosphäre befindet. Doch zu kuschelig werden sollte das dann auch nicht, weil sie haben mit ihrem Arbeitgeber einfach einen Deal. Und die Währung dafür ist ihr Gehalt, sowie natürlich auch weitere verhandelbare Rahmenbedingungen, damit es für beide Seiten auch passt. Es gilt also zu eruieren, welche Vergütungs- und Rahmenbedingungen jetzt und in Zukunft dazu beitragen, dass sie sicher sein können, im richtigen Unternehmen und auch am richtigen Arbeitsplatz zu sein. Da geht es dann häufig nicht nur um Geld. Es geht im Prinzip einfach mal um die Interessen beider Seiten und auch nicht um die Positionen, die man dann vielleicht einnimmt. Und damit sind wir dann beim eigentlichen Thema dieses Videos, wo es ja darum geht, ihre individuellen Argumente finden und formulieren zu können. Und dabei hilft Ihnen einfach, wenn Sie sich klar machen, zwischen Positionen und Interessen unterscheiden zu können und zu müssen. Das ist jetzt auch eine Empfehlung vom Harvard-Konzept, so dem Klassiker der Verhandlungstechnik, an dem Sie kaum vorbeikommen, wenn es darum geht, dass man sich mit Verhandlungen im Allgemeinen beschäftigen möchte oder beschäftigt. Das Harvard-Konzept propagiert die Methode des sachgerechten Verhandelns und erhebt einfach den Anspruch, dass ein Verhandlungsergebnis fairen Maßstäben genügen soll. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt. Ich möchte dazu einfach mal so das Literaturparadebeispiel liefern. Und zwar ist das sogenannte Orangenbeispiel, wo es darum geht, dass sich zwei Schwestern um eine Orange streiten und die Mutter dem Gezänk möglichst schnell ein Ende bereiten möchte und sagt dann, sie schneidet die Orange einfach durch und gibt jeder Schwester eine Hälfte. Und das ist wahrscheinlich das, was wir auch alle kennen. Im täglichen Leben und stattfindenden Verhandlungen kommt sehr häufig diese Variante zum Tragen. Man einigt sich einfach auf den naheliegenden Kompromiss. Doch wie könnte stattdessen eine zweite Variante aussehen? Wenn die Mutter jetzt fragen würde, was die Kinder mit der Orange eigentlich vorhaben und daraufhin die eine sagt, ich brauche die Schale, um einen Kuchen zu backen und die zweite sagt, ich möchte mir Saft daraus pressen. Wenn man sich also die Zeit nimmt, diese Interessen zu hinterfragen, zeigt sich, dass beide ihre Interessen zu 100% hätten durchsetzen können. Die eine hätte die ganze Schale bekommen, um den Kuchen zu backen, und die andere das ganze Fruchtfleisch, um ihren Saft zu pressen. Die eigenen Interessen und die der anderen Partei zu erkennen und herauszuarbeiten, ist allerdings häufig gar nicht so einfach und oftmals auch sehr anstrengend.
Doch, das lohnt sich auf jeden Fall und das natürlich auch und besonders im Rahmen der Vorbereitung von Gehaltsverhandlungen. Da die Unterscheidung zwischen Positionen und Interessen von so fundamentaler Bedeutung ist, würde ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen und ganz deutlich herauskristallisieren, wo liegt eigentlich der Unterschied. Fangen wir an mit der Position. Was ist eigentlich eine Position? Das kann man sich ganz leicht merken, indem man abspeichert, die Frage bei einer Position lautet immer was. Eine Position ist ein offen vertretener Standpunkt, der nur wenig Spielraum zulässt. Übersetzt also, ich will das so und damit basta. Was sind die Folgen, wenn Sie lediglich Positionen beziehen und beziehungsweise nur Positionen vertreten oder formulieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie bringen unter Umständen Ihre Forderungen ohne viel Aufhebens durch. Sie sagen, ich will 1000 Euro mehr und basta. Und Ihr Vorgesetzter sagt, sehr gut, so machen wir das. Dann haben Sie aber wahrscheinlich deutlich zu wenig gefordert. Oder aber Ihre Forderungen werden abgewiesen und Ihre vermeintlich starke Position wird ganz plötzlich zur Schwäche. Vielleicht können Sie da noch mal mit Mühe und Not zurückrudern. Bestenfalls haben Sie sich nur bis auf die Knochen blamiert, aber Sie riskieren in jedem Fall nicht mehr ernst genommen zu werden. Oder Sie müssen wirklich gehen, was natürlich okay wäre, wenn Sie eben die bessere Alternativen hätten. Was ist im Gegensatz dazu ein Interesse? Die Frage bei einem Interesse lautet immer, warum? Also ein Interesse ist lösungsoffen und individuell und berücksichtigt die auf den jeweiligen Kontext bezogenen Bedürfnisse, die jemand hat. Also ist die Vorbereitung auf eine Gehaltsverhandlung eine sehr gute Gelegenheit, die Interessen rund um den Job einfach mal rauszuarbeiten und zu formulieren. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was wollen Sie wirklich? Welche konkreten Interessen haben Sie? Geht es da wirklich nur ums Geld? Natürlich müssen und wollen Sie Geld verdienen, das ist überhaupt keine Frage. Doch es gibt natürlich da noch ganz viel mehr. Und da würde ich ganz gerne mal so ein paar Dinge anbieten, über die man sich dann Gedanken machen sollte. Es geht ja im Job nicht nur darum, am Ende des Monats eine Überweisung zu erhalten. Dafür verbringt man viel zu viel Zeit im Job und es ist ja häufig eben auch Lebensmittelpunkt der Menschen. Letztlich geht es auch darum, man hat ein hohes Interesse daran, dass man auch mal bestätigt bekommt, dass man einen guten Job macht, was man allerdings selbst auch belegen können muss. Und man möchte natürlich fair bezahlt werden. Man möchte einfach auch, dass die Leistungen gesehen werden. Man möchte als kompetent wahrgenommen werden und sich anerkannt und wertgeschätzt fühlen. Man möchte dafür auch den Zugang zu den wesentlichen Informationen haben. Das ist ja auch was, was im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs oder einer Gehaltsverhandlung gut mal thematisiert werden kann, weil Zugang zu Informationen zu haben natürlich zu einem unschätzbaren Wert werden kann und durchaus auch nachvollziehbar ist für alle Beteiligten, dass ihnen das wichtig ist, um wirklich einen guten Job machen zu können. Letztlich möchte man sich natürlich weiterentwickeln, vielleicht auch mehr spannende Aufgaben übernehmen oder auch mehr Verantwortung, also auch so eine Beförderung vielleicht mal als Interesse formulieren. Man möchte Rückendeckung vom Vorgesetzten. Es gibt in jedem Unternehmen Situationen, wo man sich da einfach drauf verlassen können möchte, dass der Vorgesetzte einem dann auch wirklich den Rücken frei hält und so eine vertrauenserhaltende Arbeitsbeziehung unterstützt. Man möchte möglicherweise auch einfach veränderte Rahmenbedingungen, also wo es jetzt wirklich nicht nur um Geld geht, sondern um flexiblere Arbeitszeiten, spezielle Förderung und so weiter. Das ist natürlich jetzt keine Aufzählung, die Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Das muss daher jeder individuell für sich erarbeiten, was er eben warum möchte und sich überlegen, welche sachlichen Argumente diese Interessen einfach unterstützen würden und wie man diese Interessen mit diesen Argumenten dann auch durchsetzen kann. Aber dafür ist es unbedingt notwendig, sich auch mit der anderen Seite mindestens genauso intensiv zu beschäftigen. Und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was sind eigentlich beispielsweise Vorgesetzten Interessen? Es ist immer ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, mit wem hat man es eigentlich zu tun? Ist das eher eine rationale oder eher eine emotionale Person? Die brauchen natürlich völlig unterschiedliche Ansprachen, über die man sich im Vorfeld dann auch Gedanken machen soll. Wie kann man so eine Person am ehesten abholen?
um eben auch eine gute Verhandlungsatmosphäre zu schaffen. Bei rationalen Personen haben Sie sicher mit Zahlen, Daten, Fakten einen guten Einstieg. Bei einer emotionalen Person könnte das sein, dass man einfach mal nach dem nächsten Familienurlaub fragt oder solche Dinge mehr. Haben Sie es mit einem Kontrollfreak zu tun oder jemandem, der einfach nur den Rücken freigehalten bekommen möchte? Auch das ist natürlich ganz wichtig, sich das im Vorfeld mal klar zu machen. Wie viel Information braucht die andere Seite eigentlich, bevor sie dann so ihre eigenen Interessen befriedigt findet? Zählt bei der Person ein gutes Arbeitsklima oder ist das Credo Hauptsache die Ergebnisse stimmen? Zählt die Hierarchie oder eher die Kollegialität? Auch das würde völlig andere Ansprachen erfordern. Wie offen ist die andere Seite auch für Veränderungen? Auch da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Wie wichtig sind ihr Flexibilität, Loyalität, Zuverlässigkeit und Außenwirkung? Kollidieren die Interessen dieser Person vielleicht sogar mit den Interessen übergeordneter Instanzen bzw. den Unternehmensinteressen? Auch das ist immer eigentlich eine ganz spannende Frage, weil bei Unternehmen, mit denen viel im Umbruch ist, müssen Vorgesetzte auch nicht immer unbedingt da Hurra schreien, wenn sie dann in solche Tretmühlen geraten. Auch das muss man sich einfach mal überlegen. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, stellen Sie sich die Frage, welches Problem könnte die Person, mit der Sie verhandeln, haben, das Sie helfen können zu lösen? Und das natürlich verbunden mit der Frage, was könnte das der Person wert sein? Und last but not least, stellen Sie sich auch die Frage, welche Befugnisse und Kompetenzen hat die Person, mit der Sie da verhandeln oder sprechen müssen eigentlich? Kann diese Person die getroffenen Absprachen direkt genehmigen oder muss sie das erst von höherer Stelle abzeichnen lassen? Weil dann geht es noch einen Schritt weiter, dass Sie sich auch mal fragen, welche Interessen hat denn die übergeordnete Instanz? Was weiß die übergeordnete Instanz, die das vielleicht mit genehmigen muss, ihre verbesserten Rahmenbedingungen oder eine Gehaltsanpassung? Was wissen diese Personen eigentlich konkret über ihre Leistungen? Und was können sie dann tun, um es ihrem Verhandlungspartner zu erleichtern, ihre Interessen auch einfach eine Stufe höher durchzusetzen? Das heißt, machen Sie sich Gedanken darüber, wie können Sie Ihre Leistungen gut dokumentieren? Was können Sie da auch einfach Ihrem Verhandlungspartner überlassen, dass es ihm hilft, diese Interessen eben der nächsthöheren Instanz auch zu kommunizieren? Dazu ist es auch immer gut, wenn Sie so ein Erfolgs- oder Leistungstagebuch geführt haben und diese Dinge nachlesen und leicht aufbereiten können. Dann kommen wir noch zu diesem ganz wichtigen Punkt, welche gemeinsamen Interessen gibt es eigentlich, die für die Formulierung guter Argumente helfen können. Wir hatten es schon gesagt, jede Verhandlungssituation ist so individuell wie die Interessen der Beteiligten und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, besonders qualifizierte und im Job erfolgreiche Frauen dabei zu unterstützen, gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlung zu gehen. Und es ist einfach so, dass mittlerweile viele Studien belegen, dass Frauen auch anders verhandeln müssen als Männer. Da eine kleine Bemerkung nebenbei. Es gibt vom Harvard-Institut so eine Empfehlung für Frauen, wo es heißt, der Zweck einer erfolgreichen Gehaltsverhandlung für Frauen ist es, die eigenen Ziele zu erreichen und immer noch gemocht zu werden. Da gibt es zwei Empfehlungen, die ich an dieser Stelle auch ganz gerne mit Ihnen teilen möchte. Das geht dahin, dass Frauen ihre Chancen auf das gewünschte Ergebnis erhöhen, wenn sie zwei Dinge miteinander kombinieren. Das ist erstens, dass sie sympathisch rüberkommen, an andere denken und angemessen weiblich sind. So nach dem Motto, denke an dich selbst, so handle fürs Gemeinwohl. Weil es nach wie vor so ist, es gibt ganz viele tief verankerte Stereotype in unserer Gesellschaft. Und es ist eben einfach festgestellt worden, wenn Frauen eher bestimmt auftreten, ich will das und ich verdiene es auch, eben so positionsorientiert, reagieren die Leute, und das sind sowohl Männer als auch Frauen, häufig deutlich negativer. Auch wenn das lächerlich klingen mag, sind dabei Pronomen auch wichtig. Es gibt so eine Empfehlung, dass Frauen, wann immer es möglich ist, das Ich durch ein Wir ersetzen sollten. Die Forderungen von Frauen werden besser aufgenommen, wenn sie geltend machen, dass das Wir ein großartiges Jahr hatten, im Gegensatz zu Ich hatte ein großartiges Jahr.
Da kann man jetzt nun halten, was man will davon, aber man kann es ja zumindest mal als Denkanstoß und Impuls für sich reflektieren, weil es würde jetzt auch nichts kosten, das einfach mal auszuprobieren für sich, ob das vielleicht auch dann zu besseren Erfolgen für Sie persönlich führen würde, könnte. Der zweite Impuls ist, dass Frauen auch eine legitime Begründung für die Verhandlung liefern müssen. Das heißt, für Frauen ist es im Prinzip noch wichtiger als für Männer, vernünftige Argumente vorbereitet zu haben. Männer müssen Verhandlungen häufig nicht begründen. Von ihnen wird der Einsatz für die eigene Sache einfach erwartet. Aber Frauen müssen ihre Forderungen häufig rechtfertigen. Deswegen ist es eben so wichtig, da auch so die Herangehensweise anzupassen. Und das ist so mit den besten 10 Verhandlungstipps bei Frauen auch häufig gar nicht getan ist. Man muss auch feststellen, dass so eine bloße Nettigkeit überhaupt keine Siegerstrategie ist. Nett vermittelt einfach den Eindruck, dass sie bereit sind, Gehalt zu opfern, um von anderen gemocht zu werden. Und das ist natürlich mal überhaupt nicht zielführend. Daher gibt es dann eben die Empfehlung, dass eine Frau Nettigkeit, Charme und Beharrlichkeit verbindet, so nach dem Motto unerbittlich freundlich. Es ist dann zuträglich dafür, dass man oft lächelt, Wertschätzung zum Ausdruck bringt, sich auf gemeinsame Interessen beruft, höhere Ziele betont und die Verhandlung als Lösung eines Problems angeht. Es ist einfach überhaupt nicht hilfreich, da eine kritische Position zu beziehen. Da ja viele Verhandlungen häufig auch mit aufeinander aufbauenden Schachzügen zu tun haben, sollten Frauen immer ihr Ziel im Blick behalten und am besten dabei auch lächeln. Das nochmal so als kleiner Exkurs dahingehend, dass man sich natürlich auch mit den gemeinsamen Interessen beschäftigen sollte und sich in Bezug auf die Formulierungen der eigenen individuellen Argumente daran vielleicht auch nochmal erinnert. Doch kommen wir zu dem Punkt, was sind diese Argumente eigentlich wert? Letztlich müssen Sie sich fragen, wie groß sind die Probleme, die Sie helfen zu lösen? Wie ersetzbar sind Sie beispielsweise? Könnte jemand von heute auf morgen Ihren Job übernehmen? Wenn Sie Ihre Interessen da sauber ausgearbeitet haben, dann erhöht sich die Anzahl der Lösungsoptionen auch ganz automatisch. Man findet Elemente, die die andere Seite möglicherweise weniger kosten, als sie ihnen wert sind, wie zum Beispiel Übernahme von Fortbildungskosten, flexiblere Arbeitszeiten, längere Kündigungsfristen und so weiter könnten einfach Elemente in so einer Verhandlung sein, die den Kuchen dann vergrößern. Überlegen Sie sich im Vorfeld, was ist eigentlich Ihre ZOPA? Der ZOPA ist auch ein Begriff aus dem Harvard-Konzept und heißt nichts anderes als Zone of Possible Agreement, Ihre Einigungszone. Dafür muss man auch feststellen, dass der Verhandlungsspielraum für gewöhnlich startet, bezogen auf die aktuellen Bedingungen. Aber man muss auch mal ganz deutlich festhalten, dass Gehaltssprünge auch ohne Jobwechsel möglich sind. Manchmal sind sie sogar in ihrem vertrauten Umfeld sogar leichter. Die Verhandlungspartner wissen bereits, was sie an ihnen haben. Und es sind auch durchaus mal 20% oder mehr drin, gerade wenn sie vielleicht zu einem Verhandlungszeitpunkt feststellen müssen, dass das Unternehmen sich in einer wirtschaftlich total stabilen oder sogar außergewöhnlich guten wirtschaftlichen Situation befindet. Dann ist natürlich auch immer eine Empfehlung, Sie sollten hin und wieder mal Ihren Marktwert überprüfen. Der Marktwert ist immer abhängig von der Unternehmensgröße und dem Unternehmensstandort auch, sowie natürlich von der eigenen Qualifikation und der Erfahrung, die Sie mitbringen. Es gibt im Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten, da mal in Bezug auf seinen eigenen Marktwert zu recherchieren. Es gibt ganz viele Jobbörsen, Stellenvermittler und auch Arbeitgeberbewertungsportale wie zum Beispiel Kununu oder Glassdoor, die auch online erste Anhaltspunkte liefern oder Gehaltsreports zur Verfügung stellen. Da kann ich den von StepStone eigentlich immer besonders empfehlen. Und natürlich haben Sie möglicherweise auch die Gelegenheit, mal sich mit Headhuntern zu unterhalten, die auch ein Interesse daran haben, Ihnen mal zurückzuspiegeln, wo liegt Ihr Marktwert eigentlich. Machen Sie sich dann immer klar, nach der Verhandlung ist auch vor der Verhandlung. Und die Aufrechterhaltung einer guten Beziehung kann manchmal wichtiger sein als das Ergebnis einer einzelnen Verhandlung. Sie können sich vielleicht auch merken, Sie haben gut verhandelt, wenn man erneut mit Ihnen verhandeln möchte. Da ist es besonders für Frauen auch immer ein guter Tipp,
das mal so ein bisschen sportlicher zu sehen. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann bleiben Sie trotzdem dran und nutzen Sie Gelegenheiten, die sich da bieten. Man muss allerdings auch sagen, wenn Sie immer wieder ein Nein hören und sich wiederholt mit Killer-Rhetorik zufrieden geben müssen und Sie die trotz guter Argumente überhaupt nicht entkräftet bekommen, dann müssen Sie sich irgendwann auch die Frage stellen, sind Sie in dem Unternehmen eigentlich noch richtig? Weil wenn Sie immer und immer wieder ein Nein ohne Konsequenzen akzeptieren, dann werden Sie auf dem Niveau einfach irgendwann eingefroren. So nach dem Motto, mit Ihnen kann man es ja machen. Sie ziehen ja keine negativen Konsequenzen daraus. Und dann kann ich nur empfehlen, arbeiten Sie an Ihren Alternativen. Alternativen zu haben, verstärkt einfach Ihre Verhandlungsmacht. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch nochmal auf meinen Blog verweisen. Ich habe dahingehend auch ganz viel Content erstellt und Blogartikel geschrieben, die Sie auf meiner Webseite und dann eben im Blog auch finden. Und dann natürlich noch ein Tipp: Lassen Sie sich bei der Vorbereitung der wichtigsten Verhandlungen oder auch Gespräche, die Sie regelmäßig führen können oder müssen, von einer neutralen Person unterstützen. Ich sage das immer wieder, dass das häufig schwierig ist, so da so auch zielgerichtete Unterstützung zu finden, weil das private Umfeld häufig einfach nicht hilfreich ist mit Sprüchen, lass dich da nicht über den Tisch ziehen, ist ihnen einfach überhaupt nicht geholfen. Und das berufliche Umfeld ist in den meisten Fällen einfach tabu, weil es in den meisten Unternehmen noch immer ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man über Geld auch einfach nicht spricht. Und sie müssen sich die Frage stellen, welches Interesse haben Kollegen und Vorgesetzte wirklich daran, sie dazu zu fördern? Die Frage muss man sich dann vielleicht auch mal ehrlich beantworten. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das ist gut, ein guter Tipp, ein guter Hinweis, ich werde meine nächste Verhandlung nicht alleine vorbereiten und mir fällt auch jemand ein, mit dem ich das zielgerichtet und strukturiert machen kann, dann würde ich sagen, werden Sie aktiv und ich wünsche gute Verhandlungserfolge. Wenn Sie jetzt allerdings sagen sollten, so richtig fällt mir da niemand ein, dann würde ich da auch ganz gerne auf die Angebote auf meiner Webseite verweisen. Kontaktieren Sie mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir sehen dann, was wir für Sie in Ihrer individuellen Situation dann zielgerichtet erarbeiten können und auch rausholen können. In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind und ja, vielleicht bis zum nächsten Video oder meinem nächsten Blogartikel oder vielleicht sehen wir uns auch auf meinen Social-Media-Kanälen mal. Ich würde mich freuen, Ihre Karin Schwab.